Hey Leute, hier ist Tisha, willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute zeige ich euch meine Sachen, die ich im Black Friday ergattert hatte. Endlich ist jetzt alles zusammen und ich kann euch endlich mal die Sachen zeigen. Ein paar sind vom, viel davon ist vom Black Friday. Das andere ist, was ich mir so dazu gekauft hatte. So, das wird ein Try-on-Haul-Video und ja, let's go. Dann zeige ich euch mal, was ich alles ergattert habe. So, hier unten sind auch noch Sachen, aber ich fange jetzt einfach mal mit Vans an. Ich habe mir die Vans bestellt gehabt von Amazon. Die waren runtergesetzt, ich glaube, ich habe die für 50 Euro ergattert. Ich bin mir da nicht mehr sicher, aber das sind einfach die Oldschool. Standard ist Bescheid. Diese Babys. Ja, jetzt sind die auch meine. Genau. Ja, ihr wisst. Die geil. Ich freue mich auf jeden Fall, die auch dann mal zu tragen. So, next. Auf das Paket, auf was ich die ganze Zeit gewartet habe. Fashion Nova. Oh my gosh. Ich habe hier 5 Sachen bestellt von denen. Ich glaube, da gab es 30%. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Aber da ist auch was von meiner Schwester dabei. 5 Sachen haben wir uns da bestellt. Ich habe mir 2 Hosen bestellt. Also nicht wundern, das kam so. Ich habe nur kontrolliert, ob wirklich alles drin ist. Aber ich packe das jetzt mit euch zusammen aus. So. Einmal die schwarze Hose. Also wegen Fashion Nova braucht ihr euch keine Sorgen machen, wegen dem Zoll. Also da, bei mir kam jetzt nichts. So. So sieht's aus. Okay. Unten bin ich mir noch nicht so sicher, weil das sieht nicht nach... Ich habe den Namen vergessen, das Skinny Ding dann. Ein bisschen was Schweinehose. Dann habe ich hier noch meine Jeanshose. Irgendwie das Ende gefällt mir nicht so, wisst ihr? Ich wollte, dass es an dem Knöchel so schön eng ist, aber irgendwie sieht es nicht danach aus. Bin mir nicht sicher. Oh. Ja. So sieht die aus. So, ist auch eine High-Waist. Und dann hatte meine Schwester sich so eine Destroyed Jeans von denen bestellt. Ich zeige euch das jetzt einfach mal mit. So sieht die aus. Ja, also... Die Hosen sehen so, like, passt nicht rein, aber ich bin mal gespannt. Ich bin echt gespannt, weil, also so vom Stoff her, top, aber mal gucken, ob sie reinpasst. Also wir mussten uns an so einer Statistik lang gucken, wegen den Größen. Und ja, mal schauen. Und dann hatte ich mir so einen schönen Oberteil. Das sah so schön aus an dem Modell. Ich hoffe, es steht mir genauso. Also, sieht so ein bisschen mexikanisch aus. Mexikanisch angehaucht aus. Und dann hast du hier noch so eine Schleife. Ich muss mir das auch mal angucken, sorry. Okay. Also bestimmt sieht es angezogen dann besser aus. Also ich werde die Sachen dann einfach mal kombinieren zusammen. Also so sieht es jetzt aus. Ein Two-Piece-Set bestellt. Ich dachte mir so, ja, für Next Year. Und da ich jetzt nicht so genau wusste, wie es ausfällt, habe ich jetzt einfach meine L bestellt. Mal gucken. Aber das sah auch so schön aus. Hey, look at this. Mama Nangai. Also hier überlege ich, ob ich das euch zeige. Also ist einmal hier das Oberteil, dann ist es einmal hier so hinten. Und dann einmal zum Unterteil. Aber das sieht so schön aus. Das ist denn einmal so eins, wo man halt... Man muss halt die Enden, die hier noch mit reinschlaufen,
damit sie dann so ein richtig schönes Kleid wird. Ich denke, dann war das doch eine gute Idee, dass ich mir L bestellt habe. Primark! So Leute, ich bin nicht so oft da drinne. So, ich habe da einmal diesen schönen Pullover. So, das ist einmal von Primark. Das ist der mit den, wie nennt man die nochmal? Perlen, genau. Das mit den Perlen. Immer so schön. Also der sieht echt nice aus. Und dann, hey, den musste ich haben. Den habe ich auch gesehen in einem Haul von, ich glaube, Sherlina. Die sie kennen, kennen sie halt. Sherlina, habe ich das gesehen, dass sie den in London gekauft hat. Und dann dachte ich mir, den muss ich haben. Ich muss den haben. Oh ja, sorry. Mir fällt es jetzt auf, dass ich die ganze Zeit auf den Bildschirm gucke, anstatt da rein. Also, nimmt mir das nicht übel. Dankeschön. Das sieht so gut aus. Oh mein Gott, und das ist schon, das war, glaube ich, sagen wir mal, innerhalb einer Woche weg. Ich will nicht lügen, ja? Also top, hey, hey. Und dann habe ich den hier, den hier habe ich gesehen. Oh my gosh, look at this. Look at this, babe. Boom, boom, bam. Das ist geil, sorry. Der hat 10 Euro gekostet, der ist noch dran. Ne? Werde es vielleicht diesen Samstag benutzen. Dann ist hier nochmal sowas mit drin. Also je nachdem kannst du es dann anpassen. Ich dachte mir, ey, muss ich auch haben, habe ich auch von einer Londonerin in dem Hall gesehen, dann wo ich im Primark war und die Tasche dort gesehen habe, direkt in meine Tasche gelandet, direkt. Zara, ja? Zara, oh my gosh. Ich finde eigentlich so gut wie nichts in Zara, muss ich ehrlich sagen. War auch Black Friday, glaube ich. Bin hin, meine Freundin war da und dann war sie schon an der Kasse, genau. Da habe ich das bei ihr gesehen, ich so... Rebecca, sieht irgendwie voll nice aus und so. Und ich glaube, auf den habe ich, den gab es 40% und ich sehe gerade, da ist noch was von H&M drin, was auch reduziert ist, aber ist so ein Basic Long Shirt, aber zeige ich euch jetzt auch. Genau, ich rede von diesem Schatz. Größe S, die fallen groß aus. Das war auch noch der letzte, Leute. Das ist so 90s, das ist so cool. Genau, 40% gab es drauf. Oh my gosh. Wenn ich das anziehen kann, oh mein Gott, ich war glücklich. Ich renne hin zum Stand, die Verkäuferin sagt so einmal hinter die, ich gehe hin, ich sehe, da ist eine. Sie hat es gerade so in der Hand, ich so, bitte nicht, lass los. Dann ist vorbeigegangen, ich habe es genommen und tschüss. Und dann den hier, einfach so ein Basic Long, war von 8 Euro auf 4 Euro runtergesetzt. Noch zerknittert. Ey Leute, ihr wisst gar nicht, wie lange die Sachen im Schrank gewartet haben, damit ich hier endlich mal diesen Haul drehen kann. Ey. Nur wegen Fashion Nova. Fashion Nova hat zu lange gedauert hier. Next Bad Boy. Boho. Genau. Genau. Ich habe für meine Schwester auf jeden Fall dabei. T-Shirts sind dabei. Genau, 1, 2, 3, 4, 5. T-Shirts sind da, 2 Oberteile und ein Kleid. Dann fangen wir mal gleich mit dem Kleid an, ja. Ich dachte mir so, ey, du hast gar nicht so richtig was in weiß. Und falls mal irgendeine All-Black, All-White-Party oder sowas kommen sollte, dann bin ich auf jeden Fall ausgestattet. Sieht das aus. Es sieht so schön aus. Oh mein Gott, Leute. Hier so ein bisschen mit Neck. Hier für den Hals und dann einmal hier diesen Detail hier. Langarm ist es. Dann einmal so. Sieht so schön aus. So. Fokussieren bitte. Genau, das ist einmal das erste Teil. Ich habe das, glaube ich, in einer L bestellt. Das sah auch so schön aus an dem Model. Also, jetzt kein Schreck kriegen. Und die Farbe, kein Schreck kriegen. Muss ich halt hier unten irgendwie so wickeln, damit man meine Freundinnen da bleiben, wo die sind. Und dann zu diesem T-Shirt fand ich geil. Ich habe eh so einen Bezug zu Frankreich. Jetzt voll komisch, aber naja,
habe ich in einer M bestellt. Oh mein Gott, ist das geil oder ist das geil, Leute? Einfach so, puh, schön, ja. Dann meine Schwester, da sie ja auch irgendwas haben möchte, habe ich so das hier bestellt. Ich glaube, da steht, ja, J'adore. So, Peace. Oberteil, was ist das nochmal für eine Größe? Ein M? Das fand ich auch voll schön. Hat auch, sieht so ähnlich aus wie von dem Kleid im Weiß, also die Details. Auch im Rückenbereich. Oh, ich fand es schön. Ich bin echt gespannt, wie es an mir aussieht. So, das war's zu meinem Haul. Hoffe, das hat euch genauso gefallen wie mir. Also mir haben die Sachen gefallen. Ich freue mich schon, mit den Sachen Bilder zu machen, damit ich die schön in Instagram hochladen kann. Wenn ihr mir dann noch nicht folgt, folgt mir. Ich heiße da Trisha mit Doppel H. Snapchat bin ich auch. Ja, immer kommt. Folgt mir auch einfach auf Snapchat. Trisha mit Doppel C. Auf jeden Fall werde ich noch alles unten in der Infobox verlinken. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch hinterlässt, das teilt. Ein Kommentar. Seid nicht so scheu oder sowas. Keine Ahnung. Wenn ihr was Nettes schreiben wollt, schreibt es doch einfach, Leute. Was ist los mit euch? Ansonsten freue ich mich auf das nächste Mal und schaltet ein. Vergisst nicht, die Glocke zu aktivieren, weil Facebook ja komisch geworden ist oder generell komisch ist. Genau. Auf jeden Fall habt einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.